So, ich bin irgendwie vorbereitet, aber mal gucken, ob ich da anhalten kann. Josephine hat das gerade schon gesagt. Man weiß nicht genau, was man wünschen soll, aber eigentlich doch, man soll einen schönen Abend wünschen. Es wurde eben schon gelacht und mir ist es irgendwie auch ein Bedürfnis, dass an dem Abend auch positive Gefühle irgendwie freigesetzt werden. Grundlage dieses Buches ist natürlich das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Ja, Sie wissen, glaube ich, alle, was worum es geht. Es ist ein schönes, buntes Cover und es geht um den Tod eines unserer Söhne. Wir haben im Oktober 2020, meine Frau und ich, Zwillingskinder bekommen, Zwillingssöhne, zweieiig. Und die stehen namentlich hier drin, deshalb bin ich die gern, Karl und Paul. Ja, und es war Corona. Sie können sich vielleicht erinnern, wenn man nicht so einen Job hatte, den man auch im Homeoffice machen kann, dann hatte man sehr viel Freizeit. Also wir waren beide sehr viel zu Hause und hatten beide eine sehr ausgedehnte Elternzeit sozusagen, waren sehr nah an den Kindern und sind da eben sehr nah mit den Kindern als beide Elternteile zusammengewachsen. Und das habe ich immer als irgendwie großen Wert empfunden und habe auch diese Kinder, wie wahrscheinlich alle Menschen, die Eltern sind, als irgendwie nochmal so einen ganz neuen Abschnitt empfunden. Und genau, da lebten wir dann mit diesen Kindern diese zwei Jahre. Beide waren auch gesund. Es gab jetzt nicht irgendwelche erblichen Vorbelastungen oder Geburt, irgendwelche Krankheiten, die wir da hätten begleiten müssen. Im Frühling 2022 hatten wir alle Corona, die ganze Familie. Und im Mai waren okay Verläufe und dann, also bei den einen mehr, bei den anderen weniger, die Kinder haben es tatsächlich eigentlich ganz gut weggesteckt. Die Erwachsenen haben dann ein bisschen mehr dann Schnupfen gehabt, wie es oft so ist, dass die Kinder eben was aus dem Kindergarten mitbringen und dann die Eltern flach liegen. Und ja, dann ein paar Monate später hat man dann bei Karl das seltene Kawasaki-Syndrom festgestellt. Das ist auch die Immunerkrankung, die an die Gefäße geht, an die Herzkranzgefäße und auch an andere Organgefäße. Dann waren wir nach dieser Diagnose 2 Monate mit ihm im Krankenhaus im Wechsel. Erst war meine Frau mit ihm da, dann ich. Ja, zwischendurch wurden wir für manche Tage mal entlassen, dann mussten wir wieder rein, weil die Entzündungswerte stiegen. Und genau, wie wurden wir im Juli entlassen, Anfang Juli, mit eigentlich relativ guter Prognose, so, es war klar, dass es irgendwie ernst ist. Der Junge war mit Cortison hoch dosiert, hat er bekommen. Ja, und dann hatten wir eine gute Prognose, es hieß, okay, naja, wir können sie doch in den Urlaub nach Rügen fahren, den wir so geplant hatten, und das war dann so irgendwie auch so ein positiver Ausblick nach diesem Strapazen mit der Krankheit, dass wir als Familie wieder nicht mehr getrennt, die einen beiden zu Hause, die anderen im Krankenhaus, dass wir also alle wieder zusammenkamen und dann in diesen Urlaub hätten fahren können. Und in der Nacht vor dem Urlaub ist Karl nachts aufgewacht, wie er es eigentlich immer macht, um vielleicht eine Milch zu trinken, und hatte dann einen Herzinfarkt. Und ist dann, ja, im Grunde, wenn man so will, bei uns zu Hause in unseren Armen verstorben. Also, vor dem Zeitpunkt wurde dann im Krankenhaus festgestellt, meine Frau hat Reanimationsmaßnahmen vorgenommen. All das steht gleich im Text, den ich gleich lesen werde. Deshalb bin ich so viel verplappern. Aber das ist so die Ausgangslage. Unser Kind ist gestorben an diesem Kawasaki-Syndrom, was eigentlich eine geringe Mortalitätsquote hat. Und ja, wir waren ja dieser 1%, den es getroffen hat. Und das kam unvorbereitet und war im Grunde auch so für mich tatsächlich der erste miterlebte Tod eines Angehörigen. Und das macht eben ganz viele Sachen mit einem. Gleichzeitig ist man irgendwie auch gelähmt und starr und Roboter durch so eine Schwerelosigkeit, die dann im nächsten Moment wieder in so eine bodenlose Schwere umkippt und so. Ja, also man geht durch ganz viele
Prozesse und Umstände. Ja, und steht plötzlich vor irgendwas, was eben was noch nie da war im eigenen Leben. So, das ist eben so die Katastrophe. Und das Schlimme daran, ich habe anderthalb Tage danach habe ich angefangen zu schreiben. Und jetzt fängt mein jüngstes Kind Hunger anzumelden an. Auch diese Geschichte wird natürlich im Buch erzählt, dass es dann irgendwie dann doch auch innerhalb der Trauer der Gedanke kam, naja, wir wollten doch schon sowieso noch ein weiteres Kind. Der Wunsch war schon da. Der fühlte sich dann völlig falsch an, als ein zwingendes Kind gestorben war, zu sagen, naja, wir wollten ein neues Kind. Aber tatsächlich agiert man dann in der Trauer so kindlich auch und sagt, nee, sofort bitte nochmal wieder was hergeben. So. Weiß gleichzeitig, dass das völliger Quatsch ist und so. Und schämt sich vielleicht auch manchmal noch einen Wunsch zu haben nach einem Kind. Schämt sich vielleicht auch beim Gedanken, dass man sagt, naja, könnte das nicht vielleicht ein bisschen so aussehen wie das gestorbene Kind oder so. Also man geht durch all so eine komischen Gedanken und ich habe eben mir gesagt, ich gehe durch all diese Gedanken und durch all diese Gefühle, lasse dann nichts irgendwie unbetrachtet und von allen Seiten ran und von innen und außen und habe eben einfach in einem einzigen Strom innerhalb 100 Tage diese 736 Seiten hingeballert, hingedonnert, hingeströmt und hingeschrieben. Und das war tatsächlich das Beste, was ich machen konnte in der Situation. Ich war dem Kind dadurch extrem nah. Und es entstanden dann tatsächlich sowas wie feierliche Gefühle und schöne Gefühle, als das Buch tatsächlich da war. Weil in dem Buch ist das Kind drin, da kann es einem nicht mehr abhanden kommen. Da stehen Anekdoten mit dem Kind drin, da steht drin, wie furchtbar es ist, das Kind zu vermissen. Da steht eigentlich alles drin. Und es steht eben auch, das scheint so eine Eigenheit von Trauern zu sein, dass sie eben sehr egoistisch ist. Und man geht dann als trauernder Mensch irgendwie in alle möglichen Bereiche der eigenen Vergangenheit und Gegenwart und fängt dann an, ganz viele Themen damit reinzubringen. Also meine Jugend, meine jungen Jahre hier in Greifswald, als ich für ein Studium eingeschrieben war, da aber eigentlich nie zugegen war, eher in den Arus, in den Nachtleben dann nicht rumdrehen. Auch das kommt hier mit rein, was eine interessante Reibung ist, wenn man hier eigentlich mein Kind schreibt. Aber ohne dieses davor hergegangene Leben. Also das gehört eben dazu, zu dem Leben mit dem Kind und auch mit dem gestorbenen Kind. Ja, das ist so die Ausgangslage. Und jetzt habe ich, glaube ich, hier gar nicht gesagt, was hier draufsteht. Genau, sind 100 Tage, angefangen am 17. Juli bis in den Oktober hineingeschrieben. Es ist auf bizarre Art eben auch ein Buch über einen Sommer und einen Herbst in einer mittelgroßen Studierendenstadt, die wir alle sehr gut kennen. Deshalb hat es natürlich einen gewissen regionalen Faktor auch. Und finden sich viele, vielleicht Ihnen auch bekannte Sachen darin. Genau. Dann ist eben das, sollte vielleicht noch erwähnt sein, auch ein Romanthema, an dem ich schrieb, an dem ich dann seit Corona viel wieder angefangen hatte zu schreiben. Der entstand natürlich schon so Mitte der eigenen 20er Jahre, hat man natürlich angefangen mit so einem Romänchen, wie man dann. Aber ich wusste damals schon, das ist irgendwie blöd, so als junger Hund. Habe dann während Corona diesen Roman nochmal ganz neu und anders angegangen, habe die Erzählperspektive komplett geändert, bin dann eben ins Autoriale gegangen, einem Nachtleben-Roman ja sonst eigene Ich-Perspektive. Naja, und hatte dann auch, als ich mit Karl im Krankenhaus war, in den Nächten dort an diesem Roman geschrieben. Und bin da sehr weit gekommen und bin dann komplett aus diesem Roman rausgefallen, habe an dem auch nicht mehr geschrieben, werde es vielleicht bald wieder tun. Und der taucht ja auch immer wieder auf. Also es ist eine ganz wilde Verschränkung und Verschraubung von ganz vielen Themen und alles zusammen ist eben hier dieses fast ein Kilogramm schwere Buch, das zu dick ist, um es als Büber zu verschicken. Es geht nur bis 5 cm, das hat 5,5 cm Buch. Muss ich mir was überlegen. Aber tatsächlich kommen aus vielen Bereichen jetzt Bestellungen und das freut mich natürlich voll. Weil das Thema Trauern auch seit Corona lustigerweise, wie ich in Gesprächen so wie wir festgestellt haben, ein Thema für viele Menschen zu sein scheint. Manche haben Verluste erlitten und überhaupt scheinen Leute ein bisschen introspektiver geworden zu sein, was auch immer.
So, auch ich bin introspektiv geworden, habe dieses Buch geschrieben und werde gleich anfangen mit dem ersten Eintrag, den ich am 17. Juli geschrieben habe. Da habe ich aufgeschrieben, was in der Nacht vorher passiert ist, da ist unser Kind gestorben. Und es ist tatsächlich, war ein ganz automatisches Schreiben, habe es so hingeschrieben, habe das dann auch bis zur Nacharbeit an dem Buch, die ich ja dann irgendwann begonnen habe, nicht mehr gelesen. Deshalb war das ganz komisch, nochmal in diesen Eintrag reinzugehen, der eigentlich sehr nüchtern ist. Es geht um den Tod, aber ich habe von einigen Freunden und so erfahren, dass es wohl sehr hart ist zu lesen, muss dann mal beiseite legen. Ich selber habe bei dem ganzen Buch immer wieder so eine wirre Freude, da einfach reinzuspringen und dieses Kind dann wieder zu erleben. Der erste Eintrag ist natürlich tatsächlich nicht ein gutes Beispiel dafür, aber den werde ich jetzt mal lesen. Ja, das Buch beginnt hier mit irgendwie so ein paar, mit so einer Art, auch irgendwie so automatisch rausgepurzelten Gedicht, wo man halt so die Fassungslosigkeit irgendwie kurz hingetröpfelt hat. Und dann geht es hier mit dem Wasserfall los, der dann eigentlich die nächsten 700 Seiten nicht endet. Und ja, die Konsistenz, die Luftigkeit, die Beschaffenheit und die Tonalität des Textes, die wandelt sich natürlich über die Wochen. Also es gibt auch rührende und schöne Momente. So, gehen wir mal. In jener Nacht wurden Karl und Paul, wie oft in den Nächten, gegen 12:30 wach. Oft wollen sie dann Milch, ein bisschen kuscheln vielleicht, oder den Nuckel wieder haben, der irgendwo im Gewühl des Bettes verschwunden war. Karl jammerte und klagte dann über Schmerzen. Er sagte, aua, aua. Und wand sich, wollte auf meinen Bauch, wie sonst auch so oft, wand sich weiter, als hätte auch irgendwas Heftiges mit dem Magen sein können. Dann wollte er zu Mama, streckte beide Arme in ihre Richtung, sagte Mama, Mama, und wurde in ihren Armen dann plötzlich ganz schlaff, wie zuletzt nur bei der Narkose für das MRT im Krankenhaus. Uns war klar, dass etwas gar nicht gut war, aber irgendwie war auch alles völlig unklar. Es war, als wäre man gelähmt, aber gleichzeitig agierten wir in diesen zusammengeschobenen Sekunden in Schock und kalter Angst, sehr mechanisch, schnell und für ein paar klare Momente seltsam rational, als wären irgendwo die Seile gerissen, die die Entscheidung sonst an die Gefühle binden. Ich griff Karinas Telefon auf den Nachttisch, hatte Mühe, das Display zu entsperren. Wir riefen sofort den Notruf und Karina machte, ohne irgendwelche Unsicherheiten, die einstudierten Abläufe von Herzdruck und Mund zu Mund. Sie hatte kürzlich eine Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses. Die Frau am Notruftelefon leitete Karina an, ermutigte sie und sagte, dass sie alles toll mache. Es war gut, diese blecherne, gesunde Stimme zu hören. Karl japste nach Luft, sein Körper zuckte und bäumte sich etwas unter dem Druck, den Karina auf seinen Brustkorb ausübte. Aber er war weiter so schlaff und so reglos. Ich rief Karl immer zu, dass er das toll macht, wollte ihn irgendwie erreichen. Er lag mit geschlossenen Augen da, war weggetreten und ganz still. Es schien, als ließe er alles geschehen. Es war keine Panik in ihm. Ich weiß nicht, wo er war, ob er irgendwohin hineinsackte, in einen Zustand, der keine Angst kennt, oder ob der Körper einfach kurz und hart alle Regungen und Empfindungen ausgestellt hatte, als eine Art Schutz. Ich hatte Paul auf dem Arm und versuchte, ihn aus der Situation rauszunehmen. Lief im Wohnzimmer mit ihm herum, schaute immer wieder durch den offenen Bogendurchgang zum Schlafzimmer, wo Karl auf dem harten Fußboden vor dem Bett lag und Karina minutenlang boomte und beatmete. Er muss auf eine harte Unterlage, hatte die Frau am Telefon oder Karina gesagt. Irgendwann kam ein Landhelfer. Der junge Medizinstudent stand plötzlich in der Tür, die ich schon für den Notarzt geöffnet hatte, und stellte sich vor und erklärte, warum er hier sei und wie er davon erfahren hatte. Er hatte als Zivilist eine App auf dem Handy, die ihm Notrufe übermittelt, und er war gerade in der Nähe. Er fragte, ob er etwas tun könne. Ich sagte, dass Karina bereits erste Hilfe leistete und war irgendwie verwirrt, wusste nicht, was der junge Mann uns jetzt helfen könnte. Gleichzeitig hatte er sich so professionell und psychologisch geschickt vorgestellt, dass ich irgendwie Vertrauen zu ihm hatte. In diesen zerrissenen Momenten tauchte dieser fremde Mann auf wie ein Freund. Er wartete und redete mit mir, erdete mich dadurch irgendwie, obwohl er eigentlich ein unerwarteter sozialer Akt jetzt war, während ich eigentlich nur mit Paul durch die Wohnung tigerte und auf ein Blaulicht oder eine Sirene wartete. Ich wusste nicht, ob der Krankenwagen mit Sirene ankommen würde, nachts hier im Wohngebiet. Nach ungefähr 10-12 Minuten kamen die Sanitäter und ein Notarzt ohne Alarm. Nur das Blaulicht rotierte draußen und unsere Klingel dröhnte ihr banales Gebimmel, als käme ein Paket. Es war mitten in der Nacht.
Sie schleppten wie in den Arztserien ihre Sachen rein, klappten Koffer auf, rissen sterile Spritzenpackungen auf, machten diese schnellen, nicht hektischen, eher zielgerichteten Handgriffe und während die Wahl ihrer Reanimationsmittel sich sekündlich zu ändern schien, ich das Gefühl hatte, dass sie immer gleich die nächstmögliche Medizin oder Apparatur auspackten, wurde ich etwas hoffnungslos, wollte aber auch nicht loslassen von der Idee, dass vielleicht doch alles gut werden würde. Die Atmosphäre war konzentriert und ich fühlte mich machtlos. Ich lief mit Paul durch den Flur, in der Küche und im Bad herum. Versuchte ihn mit Badetieren spielend abzulenken, er machte das alles toll, merkte aber sicher auch, dass etwas nicht in Ordnung war. Carina tigerte ratlos umher, sie sah aus, als wenn sie kein gutes Gefühl bei der Sache hätte, schüttelte manchmal den Kopf, ging immer wieder zu Karl und den an ihm arbeitenden Menschen hin. Wir waren beide im Schock und roboterten stumpf durch die Situation und was sie erforderte. Karls Herz pumpte nicht von allein, konnte nur durch manuelle Herzdruckmassage stimuliert werden. Die Ersthelfer trugen ihn die ganze Zeit pumpend durch den Flur in den Rettungswagen. Carina fuhr mit ins Krankenhaus, ich blieb mit Paul zu Hause, zog die Vorhänge zu und schloss die Fenster, um nichts vom Krankenwagen zu hören. Sehr schnell war das Blaulicht weg, die Straßen leer und nass, Paul konnte nicht mehr richtig einschlafen. Wir lagen im Bett, ich erzählte ihm etwas, streichelte ihn, gab ihm eine Milch, sagte, dass wir ihn alle lieben. Minuten vergingen, irgendwann rief Carina aus dem Krankenhaus an. Sie sagte, wir sollten vorbeikommen, wir müssten uns von Karl verabschieden. Sie stotterte kurz bei dem Satz, als hätte sie ein Weichzeichen, ein wahrscheinlich, in diesen Satz einbauen wollen. Aber sie sagte, wie es war und ich wusste sofort, was los war. Jemand vom Krankenhaus hatte ihr vor dem Anruf gesagt, dass sie mir vielleicht nur sagen solle, dass ich schnell kommen müsse, nicht, dass es hoffnungslos sei. Ich erkannte in Carinas Stimme, dass sie entschlossen war, nichts wegzuschweigen, dass es eine Klarheit war, die nötig war, dass sie mir keine falschen Hoffnungen machen wollte, dass sie sagen wollte, was los war. In dieser nüchternen Direktheit fühlte ich Nähe zu ihr. Ich fragte wie ein Idiot, ob ich mit dem Fahrrad kommen soll. Carina sagte, irgendwo liege noch Geld, ich solle ein Taxi nehmen. Sie merken, ich lese relativ schnell, ich habe auch relativ schnell geschrieben, und ich hoffe, sie kommen irgendwie mit. Es ist irgendwann in so ein Galoppieren, das irgendwie dann sich ganz gut verselbstständigt. Im Schreiben und vielleicht auch im Lesen. Ich zog Paul eine Jacke über seinen Schlafanzug an, auf Socken und Schuhe, nahm ihn auf den einen Arm, rief mit der freien Hand im Handy ein Taxi und griff dann seinen Kuschellöwen, schaute beim Rausfliegen aus der Wohnung nochmal in den Flur, als würde ich alles hier zum letzten Mal so sehen, rannte runter an die Straße, auf der im selben Moment das Taxi anrollte, und wir fuhren durch die Nacht ins Krankenhaus. Paul saß auf meinem Schoß, es gab keinen Kindersitz und der Taxifahrer stellte bescheuerte Nachfragen, ob Paul kotzen müsse. Er schien besorgt wegen seiner dämlichen Ledersitze und ich war fahrig, sagte aber sehr bestimmt, dass es Paul gut ginge und wies ihn klar und kalt an, uns zum Krankenhaus zu fahren. Paul hielt seinen Löwen im Arm und wir schauten in die nasse Nacht und er fand es aufregend, das erste Mal in einem Taxi zu sitzen. Aber seine Stimme war dünn und vorsichtig. Karl wird vorhin natürlich sein Kuschelschaft mitgegeben. Ich hatte dem Taxifahrer nicht gesagt, warum wir ins Krankenhaus müssen. Ich redete die ganze Zeit mit Paul, dass er uns am Haupteingang und nicht hinten in der Notaufnahme rauslassen sollte, schien die Sache für den Taxifahrer, um ein weiteres zu einer Routinefahrt zu machen. Ich gab ihm irgendwelches Geld und rannte mit Paul ins Klinikum. Wir sollten in die Intensivstation, da wo der Storch ist, hatte Carina gesagt. Da war Karl schon nicht mehr auf der Notaufnahme. Ich irrte durch das leere Krankenhaus, kannte ja die Wege und rannte statt Fahrstuhl das dunkle Treppenhaus in den ersten Stock und klingelte bei der Neonatologie und interdisziplinären Kinderstation, wo ich mit Karl die jüngste eingewiesene Zeit lebte, bevor er seine letzte Woche dann entlassen und bei uns zu Hause war. Dort öffnete eine Schwester und wusste nicht, was ich wollte. Ich stand verloren da und der Kuschelstorch ließ seine roten Beine über mir von der Flurlampe baumeln. Die Intensivstation war eine Tür weiter, Karl war gar nicht beim Storch. Ich rannte erst wieder den Treppenflur runter, ratlos und auf der Suche nach Handyempfang. Dort kam mir ein Arzt entgegen und ich redete wahrscheinlich sehr wirr mit Paul auf dem Arm. Ich wusste nicht, ob der viel atmen würde. Ich wusste nicht, ob der Arzt vielleicht ja mich gesucht hatte. Er war natürlich anderen Weges unterwegs, wahrscheinlich zum Kaffeeautomaten, ein einsamer Gang in einer ereignislosen Nacht. Ich versicherte ihm, wie um seine warme Freundlichkeit abzuwiegeln, dass ich wüsste, wohin, und rannte wieder hoch, direkt zur Intensivstation.
Alles war jetzt klar. Ich klingelte dort, eine Schwester an der Gegensprechanlage wusste sofort, wer und warum ich da war, öffnete die Tür und sie und eine andere Krankenschwester zeigten mir irgendwas leise sprechend im dunklen Flur den Weg zum Zimmer, in dem Karl schon aufgewacht lag. Sein Kuschelschaf war an seinen Kopf gelegt, er sah so friedlich aus. Eine Ärztin und ein Arzt, vielleicht der Notarzt von vorhin, und ein, zwei Schwestern waren noch im Zimmer, verhielten sich ruhig, Carina und ich weinten. Ich weiß nicht, ob ich erst Carina umarmte und dann zu Karl ging. Ich küsste Karl, ich streichelte ihn, sagte irgendwas, fragte ihn, was er denn nur mache, stammelte zärtliche, verzweifelte Ellipsen der Unmacht. Es war das Zimmer, in dem er letztens eine Nacht zur Medikamentengabe war, bevor wir dann in die Interdisziplinäre umzogen. Die zweite lange Episode nach den ersten Wochen oben auf der pädiatrischen. Karl hatte eine gute Zeit auf den Stationen. Er war der liebe, vom Cortison immer dicker werdende Knuffel, den die Schwestern so süß fanden. Jetzt lag er da, so friedlich, zugedeckt in Weiß, ein Mulltuch um den Kopfbereich gelegt. Er war wie in einem Kokon. Er wurde langsam schon blass, sah aber so goldig und lieb und süß aus wie immer. Nichts Übles war an ihm erkennbar. Das tote Kind lag da wie etwas, das in seiner Sanftheit unerschütterlich war. Vielleicht war es sowas wie Erhabenheit, aber es klingt irgendwie falsch. Nichts war erhaben, das Kind war tot. Wir waren so traurig, so hilflos, so verliebt in ihn, endlos kümmerlich. Stechende Schmerzen, die so stark waren, dass Seele und Körper ununterscheidbar waren. Es war eine insgesamte Allgemeinwallung, die Psyche war nicht in der Lage, irgendwas auszuwerten. Als Eltern standen wir unmächtig machtlos bei unserem toten Kind. Und in dieser Verzweiflung und Leere war auch die Liebe und Sehnsucht für ihn so heftig und stark, dass sie vielleicht die einzigen Möglichkeiten waren, die uns davon abhielten, einfach sofort selbst aufzuhören, am Leben zu sein. Denn man will dorthin, wo das eigene Kind ist. Das ist der grundsätzliche Impuls. Wir wollten ihn so sehr wiederhaben, ich wusste aber, man war so komisch rational im Schock, im Wechsel mit Weinkrämpfen, dass das nicht ging. Er lag jetzt da und hatte seine Ruhe. Er war so schnell, so schlaff zu Hause, vielleicht ging also alles ganz schnell und die Maßnahmen danach haben ihn auch nicht unnötig leiden lassen. Er war bei uns in unseren Armen, zu Hause, angesprochen und gedrückt und gehalten von uns. Irgendwann drang eine Ärztin mit dem Text zu mir durch, erzählte mir, wie alles abgelaufen war, was angenommenerweise die Todesursache war. Ich fragte stumpf nach dem weiteren Vorgehen, wo er hinkommt, wie es weitergeht, wo wir hingehen. Die Stimme der Ärztin war freundlich, sachlich und sanft, nicht säuselig, nicht unbeholfen vorsichtig, nicht ängstlich mit dieser entsetzlichen Pflicht, uns Eltern den Tod unseres Kindes zu bestätigen. Wir könnten uns alle Zeit der Welt nehmen, sagte sie. Man stellte uns Wasser und Taschentücher hin, das Licht war indirekt und gedimmt, nicht medizinisch kalt. Die Geräte blinkten, aber waren still. Karl war an keines davon eingeschlossen. Er wurde als totes Kind hierher geschoben, damit wir Abschied nehmen können. Carina ist mit ihm durch die Flure von der Notaufnahme hierher gegangen. Ein Krankenhausmensch hat die Paare geschoben, sie hatten vielleicht irgendwas geredet. Paul ging jetzt im Zimmer umher, wollte Knöpfe drücken und erzählte von den Käfern, die an die Zimmerwand gemalt waren. Immer wieder kam er zu Carina oder mir auf den Arm. Manchmal saß er auf unserem Schoß und wir schauten Karl an. Wahrscheinlich roch ich nach Bier. Ich hatte in der Nacht wie oft in den Nächten am Rechner gesessen und geschrieben, wollte bald ins Bett gehen, als die Kinder wach wurden. Carina und ich redeten irgendwas. Es klingt seltsam, aber alles in diesem Raum war zart. Unsere Stimmen waren sanft und in jeder Sekunde war klar, dass wir zusammenhalten werden. Wir hatten kein Gefühl für die Zeit. Karl lag einfach so da. Immer wieder streichelten wir seine Haare und küssten seine Stirn. Er ist der Zwillingsbruder von Paul und wurde im Oktober vor 2 Jahren geboren. So, und dann geht es weiter, wie wir irgendwann, was sich völlig sinnlos anfühlte, aus dem Krankenhaus raus müssen, Karl da liegen lassen mussten, der kam dann in die Kühlzelle. Wir wussten gar nicht, dass man ihn vielleicht auch hätte mit nach Hause nehmen können oder so. Das ist mir bis heute nicht so bekannt, ob das geht, dass man vom Krankenhaus dann wieder mitnimmt. Irgendwann mussten wir nach Hause und Paul musste ins Bett. Völlig groteske Situation. Aber irgendwann nach einigen Stunden sind wir nach Hause, haben unsere Eltern angerufen, die geschlafen haben. Und meine Mutter ging dann ans Telefon, nachdem ich da irgendwie jemand angerufen hatte, zurück und klang dann wie ein kleines Mädchen. Das wird dann ja alles noch so ausgebreitet. Und eine Nachbarin gab uns Beruhigungsmittel. Ja, also im Grunde ist hier schon viel drin in diesem Eintrag, da ist sogar der Roman schon drin und dass wir tatsächlich als Familie irgendwie zusammenhalten wollten. Das war komischerweise sehr schnell sehr klar.
Und das ist natürlich alles, das ganze Buch, eben meine Empfindung des Ganzen, meine Perspektive. Meine Frau hat manches vielleicht anders wahrgenommen, aber grundsätzlich haben wir uns über die Zeit der Trauer versucht, irgendwie auf dem Laufen zu halten. Ich persönlich habe eben sehr viel geschrieben, was ja immer ein sehr einsamer Prozess ist. Und habe dadurch sehr viel für mich klären können, aber wir haben es eigentlich immer irgendwie auf dem Laufenden gehalten und dadurch bis hierhin ganz gut geschafft und habe jetzt eine neue Tochter. Und genau, das Buch thematisiert dann später auch, das hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, dass dieser Gedanke sich falsch anfühlt, noch ein Kind zu haben. Und dass es eben natürlich kein Ersatz ist. Ne? Man hat vielleicht selbst die Angst, das so zu empfinden, man hat aber auch die Angst, dass vielleicht Außenstehende das so empfinden könnten, dass man sich einfach einen Ersatz schafft. Aber tatsächlich ist es, sobald das Kind geboren ist, für die Mutter wahrscheinlich intensiver auch schon während der Schwangerschaft so, dass das einfach ein komplett neues, unbelastetes Glück ist und die Trauer um Karl findet irgendwie im Karlraum statt. Ja, also irgendwie alles hat so seine Bereiche und alles ist in unserem Leben und das Buch ist auch da und deshalb sind wir nicht wahnsinnig geworden und das ist ein schönes Gefühl. Und deshalb würde ich jetzt vielleicht gleich auch ein paar hellere Stellen lesen, die interessanterweise auch ziemlich früh im Buch schon auftauchen. Wir sind dann nämlich etwas verspätet, nachdem wir so ein bisschen was mit Bestatter und organisatorischen Dingen geklärt haben, doch in diesen Urlaub gefahren nach Rügen, für Paul irgendwie, und fühlte sich auch erst falsch an. Aber das ist eben auch so ein Ding der Trauernden, dass im Grunde alles, was man als Trauernder so macht, erstmal auf irgendeine Art richtig ist. Also man sollte sich dann nicht vom Urteil anderer irgendwie abhängig machen. Das ist so nur eine Wesensstärke, die man dann vielleicht auch entwickelt, wenn man eben komplett in diese Trauer reingeht. Wenn man nicht in die Trauer reingeht, dann ist das eben auch erstmal verständlich und menschlich, weil sie ist ja eben das Schlimmste, was man hat. Und deshalb, ja, trauert jeder Mensch anders. Deshalb kann ich dazu gar nicht viel sagen. Aber darüber können wir vielleicht nachher noch im Gespräch sprechen. Wir waren natürlich bei Trauergruppen, bei Psychologinnen, haben all sowas auch in Anspruch genommen. Und ja, jetzt gibt es eine Passage. Rügen, wir haben eine Radtour gemacht, völlig absurd. Es war gleißend hell, Sommer war auf der Insel und man war dann tatsächlich in einer komischen Schwerelosigkeit, vielleicht auch als Schutzmechanismus des Körpers, dass man irgendwie diese Härte von all dem nicht so richtig wahrgenommen hat. ja, auch alle unsere Kinder sind sehr früh sehr talentiert. genau, jetzt geht es um, ich weiß nicht, vielleicht stecken Sie in dem Thema, die eine Kapelle im Ort Fit wurde bemalt oder nicht bemalt, da gab es irgendwelche Streitigkeiten. Und ich bin auf diese Streitigkeit 4 Tage nach Karls Tod gestoßen bei einer komischen Radtour. Ich bin wahrscheinlich in kurzen Hosen wie ein Tourist da rumgelaufen. Es war grotesk, aber es war gut, dass wir unterwegs waren. Wir haben unsere Räder dann vom Ort hoch zur Kapelle geschoben. Auf der steilen Schotterstraße hatte sich ein verzauselt aussehender Mann mit einem anderen Mann in die Haare gekriegt. Ich hatte das wortwörtlich so gedacht, als diese zwei erwachsenen Männer sich da so wie die Hähne auf der Dorfstraße pampig anflaumten, dass sie sich raufend in den Haaren liegen, hatte ich gedacht, was bizarr war und passte, weil beide auch so haarig insgesamt aussahen. Sie hatten sich gestritten über irgendetwas die Kapelle betreffendes. Der Zausel auf dem Rad hatte angehalten, um den vor uns laufenden Touristen ungefragt etwas über die Kapelle zu erzählen. Die Touristen nickten irritiert und höflich, dann war der andere Mann gekommen und hatte den Zausel mit einer kleinen Tirade angedonnert, von der ich die Worte nicht verstand, aber es gab offenbar Meinungsverschiedenheiten und die Entschiedenheit, mit der sie dort ihre Worte herausfechteten, ließ mich vermuten, dass es neben dem Inhaltlichen vielleicht auch um den Status des Dorfzausels ging. Dass vielleicht gerade die Stelle des Verstoßenen vakant sei und beide jetzt alles darauf legten, die genau darüberliegende, noch nicht Verstoßenheit bedeutende Position im Gemeindegefüge einzunehmen oder zu erhalten. Wir hatten dann unsere Räder abgestellt und waren alle drei, Karina, Paul und ich, in die Kapelle gegangen
Paul erzählte vor sich hin, die Kapelle war ihm hell und nichts deutete darauf hin, dass man hier allzu arg frömmelnd still sein musste. Auf der vordersten Bank saßen zwei Männer in Wetterjacken und erzählten in Zimmerlautstärke und zeigten auf die Wand. Wir hatten innen ein Licht für Karl angezündet und es fühlte sich gut an. Irgendwie hatte ich dann aus den Gesprächen der Leute herauslesen können, dass die draußen an der Kapelle angemalten Herzen Grund eines Streits seien. Ich hatte nicht verstanden, ob diese weißen, eigentlich recht freundlich ausschauenden Herzen gut oder schlecht seien. Ob sie vielleicht der ursprünglichen Gestaltung entsprechen, ob sich wer Wichtiges im Dorf oder in der Kirche damit übergangen oder unterwandert fühlte, ob es ein Kleinkrieg des Glaubens oder des guten Geschmacks sei. Ich verstand das Kochen der Gemüter nicht, aber es schien so, als ob sich das ganze Dorf offenbar uneins über die Außenbemalung der Kapelle ist. Das ganze Dorf hat sich in den Haaren, hatte ich dann noch gedacht, und mich gefragt, ob mit den weißen Herzen in verschiedenen Größen und Höhen wie fliegende Seifenblasen auf das Ocker der Fassade getupft ein Protest oder eine Poesie ausgedrückt werden sollte. Also das ist ein Eintrag. Ja, zweites Talent. Ja, also Sie merken, es ist irgendwie seltsam und man sollte einfach als Mensch so sein, wie man ist, auch wenn man, ne, also sich zu irgendwelchen Verhaltensweisen zu zwingen, nur weil man glaubt, die seien der Sache und einer Trauer angemessen, glaube ich, falsch. Die Trauer ist einfach unter einem drin und die macht was mit einem. Und das Leben ist trotzdem noch da. Und das Leben ist natürlich jetzt nach dem Buch und nach mittlerweile anderthalb Jahren nach seinem Tod irgendwie auch auf eine aushaltbare Weise wieder da. Und dieser Eintrag hier, der sehr früh entstanden ist, der hat euch ja schon so ein bisschen was Gerafftes, weiß nicht, Kolumnistisches oder wie sagt man das? Also entspricht so teilweise auch so ein bisschen meinem sonstigen Schreiben, weil es ja fast schon so ein paar Klammern und Pointen gab oder so, wurde aber auch einfach so hingeballert und also irgendwie sehr müheloses, reinigendes Schreiben, nachdem man trotzdem dann immer komplett ausgelaugt war. Dadurch war es vielleicht auch sehr reinigend. Genau, das zu diesem Eintrag sind wir immer noch Rügen, Ort Brege, abends, ein Eintrag am Abend. Ich war vor dem Abendbrot nochmal zum Dorf-Edeka geradelt. Achso, genau, also der Eintrag eben, der hat ja vielleicht schon so ein bisschen gezeigt, dass man plötzlich die Gegenwart anderer Menschen irgendwie, sowieso die ganze Umwelt, das kommt später noch, dass die Natur und so, das wird alles ganz, ganz scharf und stark wahrgenommen und eben auch die Gegenwart anderer Menschen, die habe ich dann zumindest sehr übersensibel wahrgenommen, was ich sonst auch mache, aber eben noch doller. Und deshalb, ja, finden eben solche Beschreibungen von sozialen Szenen irgendwie hier sich auch viel wieder. Und wenn vielleicht manchmal die Leute nicht so gut bei wegkommen, dann ist das, weiß ich nicht, ob das zynisch ist. Ich glaube, in jüngeren Jahren habe ich vielleicht zynischer geschrieben, aber das ist tatsächlich dann spätestens mit den Kindern auch weicher und heller geworden oder so, weiß nicht, hell, immer hell, ist auch schon ein blödes Wort jetzt. Genau, also hier kommen auch wieder Leute und die grätschen mir da in meine Situation rein. Und auch das ist wieder so ein kurzer, knapper, schneller Eintrag. Ich war vor dem Abendbrot nochmal zum Dorf-Edeka geradelt. Auf der anderen Straßenseite gibt es ein Bücherregal mit Büchern gegen Spende. Ich scanne ein bisschen die Buchrücken ab, schweife durch was so rumsteht und rumliegt. Ein Papa poltert mit seiner Familie zwischen mich und die Bücher. Er redet über die Bücher und überlegt bei jedem Krimi, ob er den in den noch verbleibenden Urlaubstagen hier schaffen könnte. Diese hier ihren wohlverdienten Sommerurlaub mit meiner Familie kommt mir ein bisschen wie eine radaumachende Truppe vor und wäre ich nicht so kraftlos, ich wäre genervt. Stattdessen warte ich kleinlaut, tue so, als ob ich von der Seite aus der zweiten Reihe auch einen guten Blick habe und kriege prompt einen Stich im Herzen, als mein Auge auf unser erstes Kind fällt. Einem schon auf dem Cover ziemlich aus der Zeit gefallen anmutenden Ratgeberbuch, das auf dem Stapel der Familienbücher oben aufliegt. Als ich endlich wieder alleine am Regal bin, nehme ich drei Bücher mit, darunter seltene Prosa von Heinrich Heine. Meine Buchfunde sind mir fremd und es fühlt sich irgendwie bizarr und gar nicht so richtig an, hier, kurz nach Karls Tod, mich mit der Auswahl von Lektüre zu befassen.
Im Edeka hatte ich Klopapier und ungesunden Scheiß, Chips und Schokolade fürs Sofa abends geholt und war dann zurück erstmal ein paar hundert Meter in die falsche Richtung gefahren. Also, das ist tatsächlich auch Kognition, die Konzentration. Also, der Geist ist sehr, sehr wirr beim Trauern. Es geht wirklich an alle Reserven, auch ins Körperliche. Und diese Konzentrationsschwächen, die tauchen sehr oft auf, sind auch in dem Register, das es hier hinten gibt, verschlagwortet als Konzentrationsstörung. Also damit kann man sich auch, oh, das sind sogar zwei Zeilen hier zum Thema Konzentrationsstörung, getoppt nur von Weinen und der Luftballonkastanie, die auf seinem Friedhof steht. Und der Roman kommt auch oft vor. Also das gibt einen Überblick über die Themen, wie die verteilt sind, wann die auftauchen und auch so ein bisschen so ein Bild der Trauer. Ja, war eine Anregung, schon bearbeitet, ein Register zu erstellen in der Nacharbeit des Buches. Genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten Eintrag, immer noch auf Rügen. Kommt wieder ein bisschen kahl drin vor. Also ich habe jetzt gerade so beim Aussuchen der Textstellen mit so ein bisschen Distanz zum Text festgestellt, dass kahl immer so plötzlich so hochschwemmt in so Blöcken. Drumherum eben immer dieses ausschweifende Schreiben über den Alltag ist und diese ganzen liebevollen Szenen über Karl und wie er war, die kommen dann immer so konzentriert, spülen die so hoch. Deshalb kann man die immer nur so eingebunden vorlesen. Aber wir nähern uns jetzt ein bisschen Karl. Also wir waren irgendwie auf dem Rad unterwegs irgendwo hin und hier erklärt sich vielleicht gleich so ein bisschen auch der Titel des Buches. Das Buch nennt sich übrigens Frau Elster und der eingesteckte Wal. Auf dem Rad wieder nur dumpfes Glotzen auf Asphalt und Dämmern in Gedanken an Karl. Der Strand ist noch relativ leer. Die Rotbauchprolls und heilen Eigenheimfamilien mit ihren gesunden, jedenfalls nicht toten Kindern trudeln langsam ein. Die Sonne brennt. Schlierig schwitzt mir die Sonnencreme von der Stirn ins Gesicht. Die Brille rutscht auf dieser Suppe von der Nase runter. Karls Brille kommt mit in seinen Sarg, auch sein Schaf, Herr Fuchs, jenes schöne Sommerfoto von uns letztes Jahr. Seine Lieblingsanzusachen, der Pullover mit dem Wal, was er auch immer so lang aussprach, er mochte Wale. Auch an Carinas T-Shirts zeigte er immer auf das kleine, an der Brust eingestickte Wal-Emblem. Paul macht gerade wieder einen Sprung, was das Sprechen betrifft. Er erzählt mehrere Worte in Zusammenhängen, die verständliche Mitteilungen sind. Kinder waren dann keine 2 Jahre alt. Sich manchmal auf Vergangenes beziehen. Karl erzählte in letzter Zeit auch sehr viel, irgendwie anders als Paul. Er laberte so flötig vor sich hin. Du dai, sagte er, wenn er in die Feuerwehr sah. Sogar sein Tatütata war etwas Sanftes. Du bist ein richtiger Sabbelpott, hatte Carina dann manchmal gesagt, wenn Karl so vor sich hin brabbelte. Karl kicherte dann und nickte ein Nicken, das so aussah, als wüsste er jetzt, wie er dieses lustige Wort aus Mama herauslocken kann. Und wäre es vielleicht wichtig, hier genauer aufzuschreiben, wie alles um einen herum aussieht, was man zurzeit so sieht, was man sieht, wie die Bäume da so pittoresk in Reihe hinterm Feld stehen, wie da die Sonne abends als orangeroter Ball, als Schauspiel der Natur dahinter runtersickert, in einer wie ein Affront, einen anrumorenden Haut-rauf-Romantik, als wäre nichts gewesen. Damit man später, wenn man in 1000 Jahren in diesen Trauertext hier wieder mal reinlesen kann, genauer alles nochmal wachrufen kann, parat hat. Sich nicht ärgert, dass man zu stumpf durch diese Zeit gerieselt war. Genau genommen wird der Blick schon blind. Man rauscht durch alles durch. Gleichzeitig gibt es immer wieder scharfe Spitzen in der Flutung der eigenen Sinne durch das Drumherum. Es gibt hier und da Zitronenfalter, das Rauschen der Bäume, wie sie da so riesenhaft wie große gute Riesen fast hin und her schwanken beim Urlaubsbungalow auf dem Nachbargrundstück. Wie man kurz da so hinstarrt. Kurz überlegt, ob man bereit sei, in diesem Rascheln und Rauschen was von Karl zu sehen. Dieses Gedankenspiel dann aber irgendwie zu verschraubt, zu verwühlt, zu gefühlsduselig findet. Denn was soll das? Karl war ein Baby, kein Baum. Oder trägt das Geflatter der Zitronenfalter ihn in sich, fragt man sich. Und denkt dann, egal ob esoterisch, buddhistisch, schwülstig oder verschraubt, in der Natur muss er ja doch irgendwie noch sein. Denn der Tote hört ja nicht einfach auf, Natur zu sein. Der Gestorbene wird ja nicht einfach zur Nicht-Natur. Und dann blinkt vom Drumherum das plötzlich hochwirbelnde Wort Elster. In jeder Elster, das war doch sein Ding, sein Thema, sein Tier.
in jeder Elster müsste doch etwas von ihm zu finden sein. Genau, dann geht's weiter. Der Eintrag geht weiter, aber ich will eigentlich noch ein bisschen vorankommen. Ja, jetzt kommt noch ein kleiner Abschnitt. Da treffen wir wieder die Schwestern, das Personal aus dem Krankenhaus, die tauchen auch immer wieder auf. Das war nämlich auch ein Fakt, eine Sache meiner eigenen Trauer, dass ich mich stark an dem Leben mit Karl im Krankenhaus festgehalten habe und darüber sehr viel schrieb, weil es eben schön, also eher eine gute Zeit hatte im Krankenhaus, so komisch das klingt. Und ich selber konnte mich mit diesem Leben da auch ganz gut arrangieren. So wenig Inputs und eine gewisse Ereignislosigkeit, das kommt mir immer sehr entgegen. Und deshalb waren wir dann ein sehr gutes Team, hatten täglich Besuch von Carina und Paul. Und ja, das taucht auch immer wieder im Buch auf. Wir sind in Julius Ruhe immer noch Rügen. Wegen Wetter keine wartenden. Die Einträge werden übrigens immer mit Tages- und Uhrzeitangaben und dann kurz eine Ortsangabe eingeleitet am Strand in Julius Ruhe. Wegen Wetter keine Badenden am Strand. Die Wellen wappen still des leisen Windes wegen nur sehr selten und wie im Hörspiel an den frisch gekämmten Strand. Das Meer schmatzt, Möwen, ein paar Strandspaziergänger. Carina und Paul blicken aufs Wasser raus. Die Welt rauscht, ich mache Fotos wie ein Depp. Wind weht, als wäre Leben. Am Strand die Burgen vom Wettbewerb gestern. Der Rettungsschwimmer sitzt alleine an seinem DRK-Container für den einen da im Wasser, den sich und seinen Kreislauf stärkenden Nasswettersport war. An der Wasserkante finde ich ein kleines Stück Holz, rundgeschliffen, kohlegrau-schwarz, skarabäisch in Größe und Aussehen. Ich stecke es ein und es trocknet sofort in meiner Hosentasche. Karl der Käfer. Schwester Babette sang dieses Lied gern. Es passte natürlich namentlich gut, aber ich malte mir auch aus, dass das ein Lied ihrer jüngeren Jahre war. Vom Alter her müsste das passen. Und es gefiel mir, dass mein Kind diese Leichtheit, dieses Singen aus ihr hervorholen konnte. Und ich war auf eine Art einfach gerührt davon, dass ihre Arbeit ihr Spaß machte, jedenfalls kein lästiges Übel war. Es bedeutete mir etwas, dass Karl einen guten Umgang im Krankenhaus hatte. Auch andere Lieder sangen sie. Karl mochte singende Menschen. Während ich achtlos hier ins Handy ticker, läuft Paul mit seinen nicht nasswetterfesten Schuhen ins Wasser. War ja klar, ich bin nicht bei der Sache hier. Rabenvater, Vater eines verstorbenen und eines lebenden Sohnes, Vater am Rande aller Wasser. So, das war Rügen. Und danach sind wir nach Berlin gefahren zu unseren Eltern. Die wohnen beide in Berlin. Und da bin ich auch groß geworden, deshalb spielt eben auch, naja, so ein bisschen Kindheit kommt hier rein, aber eigentlich kommen eben die wilden Jahre in Greifswald, wo ich dann zum Studium hinzog, wo auch schon bei 20 Jahren, die finden dann doch ein bisschen mehr hier Niederschlag als die Kindheit. Aber man geht eben, wie gesagt, durch alle möglichen biografischen Ebenen. So, Berlin, Berlin. Genau, in Berlin auch schräge Szenen, da wird dann auch meine Berliner Mundart nochmal so ein bisschen aktiviert. Ja, und dann fuhren wir irgendwann nach Greifswald zurück und versuchten uns so ein bisschen zu sortieren. Man musste irgendwie auf komische Art wieder in den Alltag rein. Wir haben uns aber beide ein halbes Jahr aus allen Anstellungsverhältnissen rausgenommen. Ich war sowieso aus Anstellungsverhältnissen raus, weil ich von der Elternzeit in Arbeitslosigkeit gerutscht war. Hatte mich auch von künstlerischen Sachen komplett frei gemacht. Kann dann nach und nach wieder auch ihre schriftliche Festhaltung. Und ja, in Greifswald besuchten wir dann Trauergruppen und Psychologinnen. Und darüber schreibe ich im folgenden Eintrag. Ich versuche gerade live, das ein bisschen vielleicht dann doch jetzt zu straffen. Gucken mal, ob wir mit denen hier arbeiten können. Ja, okay, genau. Also wir gehen zu einer Psychologin, da reden wir so ein bisschen über unseren Umgang. Und ich hatte vorher einen ganz eigenen Akt in meiner Trauer ausgeübt. Ich hatte nämlich, ich fing irgendwann an, Artefakte und Sachen, die irgendwie mit Karl zu tun haben, in der Gegend rumzuschmeißen. Also habe dann Sachen verteilt,
Blumenstraußreste. Wir haben natürlich sehr viele Blumen bekommen von Freunden und so. Und dieses Herumverteilen, das ist auch immer wieder Thema und war natürlich auch irgendwie im weitesten Sinne so ein spiritueller Akt oder so. Ja, aber auch immer mit so einem eher atheistischen und doch trockenen Unterbau. Aber eben alle diese Dimensionen werden in so einem Text durchgegangen. Darf man mit dem Fahrrad auf den Friedhof? War dann doch noch sehr spontan, sehr schnell zum neuen Friedhof gefahren, weil Karl jetzt hier sei, ins Krematorium überführt, wie mich der Bestatter wissen ließ. War dann den langen Parkweg langgelaufen, auf den wuchtigen, von Efeu und Hund gestutzten großen Buschbäumen, umfassten Bau des Krematoriums hinzu, lief da so ziellos drumherum, an den kleinen, flachen Nebenbauten vorbei, aus denen die Kaffeepausengeräusche der Friedhofsarbeiter drangen, setzte mich auf eine Bank und führte mich zu Karl hin. Zum Glück ist die Grabstätte luftiger, offener, leichter als dieser zugepflasterte Monumentalplatz vor dem Krematorium und der Trauerhalle hier, dachte ich. Versuchte aus diesem Gedanken, den ich offenbar, ich war mir selbst gar nicht mehr sicher, welche Worte mein Denken gesagt hatte, völlig unpassend mit der Schrottfloskel zum Glück eingeleitet hatte, irgendwas Gutes zu ziehen. Fand aber nichts darin und saß einfach eine kurze Zeit so da, war dann froh, als ein Vogel sein Schnattern in das Brummen der von der Feuerhalle herschallenden Lüftungsanlage setzte. Lauschte dann weiter in die Wälche hinein und hörte hinten Verkehrsgeräusche oben und überall rum die Vögel in den Bäumen, Menschen manchmal, das Rasseln eines durch die Speichen gezogenen Fahrradschlosses vom Personalbungalow, das insgesamte Rauschen der nachmittäglich dampfbelegten Welt in der Friedhofsruhe der Toten hier. Darf man nachts auf den Friedhof? Hat ein Friedhof Öffnungszeiten? Die Idee, dass die Toten in der Nacht hier alleine sind und niemand sie besuchen kommen kann, deprimierte mich und bestärkte mich in der Idee, dass wir Karls Asche auch anderswo hinbringen müssen. Ich ging dann zurück zum Fahrrad, hatte irgendwie ein doofes Gefühl, dass ich mich hier nicht so zu ihm hinzuspüren imstande war, wie vor dem Krankenhaus. Machte wieder Stevie Wonder an, dachte, Stevie Wonder, seit wann denn Stevie Wonder jetzt? Und fuhr nach Hause über die verlängerte Scharnhorststraße, außer ein Weg, den wir mit den Kindern oft geschoben waren, vorbei am Baum, in dem ich letztens Tilders Strauß geworfen hatte und den ich im Vorbeifahren aufgeputscht vom schnellen Radeln und ausgefüllt von einem Gleichmaß mit meinem schweren Gemüt, mit einem hoch in den Fahrtweg geworfenen Winken grüßte. Und dann haben wir eben über solche Sachen auch gesprochen mit den Psychologinnen. Ja, die nehmen wir auch noch mit und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht vom hinteren Teil noch was lesen. Oder sie sich eben von mir vorlesen lassen. Und danach gehen wir, also es ist jetzt nach dem Besuch bei der Psychologin, danach gingen wir raus aus dem Krankenhaus, schlossen die Räder ab, hatten auf okayer Art nicht allzu viel auszuwerten, bis darüber zu reden und fuhren zurück nach Hause. Ich sagte auf dem Rad hinter Carina fahrend nur sowas wie, dass sie sich ja auch mal an so symbolische Akte wie das Werfen eines Blumenstraußes in einen Baum am Feld wagen könnte, man überlegen könnte, ob das was für sie sei. Im Gespräch mit der Psychologin waren nochmal unsere beiden etwas unterschiedlichen, dadurch wohl so gut zusammenpassenden und funktionierenden Wesen zur Sprache gekommen. Sie eher rational und kontrollfreudig, ich eher emotional, melancholisch, phlegmatisch fast manchmal, auch eher so im Inneren verhaftet. Ist natürlich sehr verknappt, ne? Meine Frau hat noch sehr viele andere Lebenswesen. unsere Hochzeit ist auch Thema, die ist nämlich ein Jahr vor der Geburt der Kinder passiert, davor waren wir schon 15 Jahre zusammen. Haben wir eher so aus steuerlichen Gründen. Und es war eine ganz tolle Hochzeit. Die Müllmänner haben uns zugewunken und zugehupt. Auch die ist hier drin, also es ist ein Rundumschlag. Können wir nicht alles jetzt lesen. Genau. Mein da so in den Fahrtwind zu ihr nach vorne gerufener Ratschlag zum Ausprobieren einer solchen von mir ja schon praktizierten Facette der Trauerbewältigung kam ihr, auch weil sie etwas atemlos vom Radeln vorgetragen, gleich irgendwie etwas dümmlich, in unangemessener Weise sie zu irgendwelchen Akten und Aktionen verpflichten vor. Zu etwas animierend, das sie vielleicht auch nur zur Zeit, nicht wahr, wollte. Ich wollte nur irgendwie, dass ihr irgendwas hilft.
wie mir dieser symbolische Akt mit dem Kahlbaum irgendwie geholfen hatte. Ich hatte mit meiner ganz persönlichen Aktion gar nicht mal so spirituell gemeint, wie es nacherzählt klingt, einfach etwas Symbolisches ausgeübt und hergestellt. Eine Art sphärische Markierung gesetzt, sachlich zwar schon mit einem alten Blumenstrauß, aber auch unstofflich, metaphysisch vielleicht, indem ich den Baum als Sache meiner Wege für mich zu mir erklärt hatte. Und diese Wegmarkierung ist bleibend. Karl ist darin jetzt gesetzt. Und das war irgendwie gut und deshalb hatte ich wie ein ergriffener Idiot beim Rasen gewunken und es war etwas, das in meine bröckelnden Zustände passte, ohne sich für mich völlig weltfern anzufühlen. Irgendwie sowas dachte ich, da so hinter Carina herradeln, wie ein Hühnchen strampeln, es war heiß und wir hatten gerade mit der Psychologin 2 Stunden über unser gestorbenes Kind gesprochen und ich war vielleicht weniger beieinander, als ich glaubte. Und dann dachte ich darüber nach, ob wir noch genug Reis für das Mittagessen zu Hause haben und ob wir nicht vielleicht noch mal Reis kaufen fahren sollten, bei Netto oder bei Norma, die liegen ja auf dem Weg, dachte ich und musste scharf bremsen, als die Ampel rot war. Ja, also gewisse Aufmerksamkeiten bleiben dauern. Und ja, also es ist eben ein unendlicher Alltag, der sich hier in dem Buch schildert. Und irgendwann hat sich das Schreiben, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen dem Roman, dem pausierten Roman angenähert. Auch da sind die Sätze endlos. Und alles mikroskopisch und also wenig Handlung und viel Text. Ja. Und Handlung ist natürlich überhaupt nicht wichtig, denn also der Text an sich ist eben das, was ins Buch gehört. Ich selber kann auch Sachen mit viel Handlung gar nicht so gut folgen. Wenn sie ausschweifend erzählt sind, diese möglichst viel vorhandene Nichthandlung, dann kann ich da ganz gut rein. Auch im Musikalischen bin ich großer Freund von maximalem Minimalismus. ja, also deshalb habe ich auch irgendwann gesagt, dieses Buch hat eben diese Länder und diesen Umfang. Und man kann eben auch einfach mal so reinspringen irgendwo. Man kann in dem Buch tatsächlich ein bisschen leben. Und das ist das Gute an diesem Buch. So, jetzt haben wir tatsächlich schon eine Weile, also nicht wir haben gelesen, ich habe gelesen, man wird mit Kindern man schon entwickelt, man so eigene Sprechweisen. Wollen wir uns noch mal anziehen? ja, auch das steht im Buch, dass überhaupt dieses Leben mit den Zwillingen, das war ja eine Dynamik, die eben ganz toll war, sobald sie dann laufen konnten. Dann war Paul eben auch jemand, obwohl er der 2 Minuten jüngere Sohn war, der Karl so ein bisschen immer an die Hand genommen hat, wie so einen großen Bruder, weil Karl doch eher so der Verträumte war. Und dass Paul dann ihm auch schon beim Anziehen geholfen hat, wenn Karl dann noch irgendwie was rumtrödeln wollte. Und so, also einfach dadurch, dass er dann nicht mehr da war, war er einfach diese soziale Züge so dermaßen kaputt, dass ich irgendwie falsch angefühlt hatte, nur ein Kind zu haben. Also Zwillinge, das ist schon toll, ist anstrengend am Anfang, aber wir haben das Glück, zu zweit da irgendwie dicht dran zu sein. So, jetzt wollte ich eigentlich mit einem hellen Text rausgehen. Jetzt wären eigentlich noch sehr viele dunkle Stellen gekommen. Die Beerdigung von Karl, die ist wiederum eine sehr helle Stelle. Die ist tatsächlich dann auch so in der Mitte dieser 100 Tage. Und das war ganz toll. Da haben unsere Freunde ein Gartenfest gestaltet. Und zwar sehr wichtig, dass wir nach der Beisetzung alle zusammenkommen, ein bisschen anstoßen. Und es lag die Option in der Luft, dass es auch am Ende noch ausarten kann, wie eben in dem damaligen Leben, das auch so im Roman Thema ist. Und so ist es dann auch gekommen. Und so haben wir eben bei dieser Beisetzungsfeier auch viele Leute wieder zusammengefunden, die sich Jahre nicht gesehen hatten. Wir sind dann eben jetzt mit um die 40 auch in einem Alter, wo Leute ganz woanders wohnen, Häuser bauen, aus den Häusern wieder ausziehen, sich trennen und so. Also das
ganze Drama des mittleren Lebens ist ebenso präsent und spürt wahrscheinlich auch hier rein. So, jetzt ganz kurz mal konzentrieren hier. Dann gibt es Bericht über die Erstbepflanzung des Grabs. Da wird dann aus dem Namen der Pflanze so eine Art Gedicht einfach mal so hingepatzt. Es gibt auch die bei zum Zeitpunkt von Karls Tod offenen Tabs in meinem Internetbrowser. Auch die habe ich hier notiert. Also alles war sehr, sehr wichtig, dass alle solche Artefakte irgendwie festgehalten werden. Ein Glas Bromaltine-Aufstrich, den ich im Krankenhaus bekommen habe, aus so einer Ersti-Tüte, die so Studierende das Ding ja bekommen da bei Aktionstagen. Da hatte ich auch mir so eine Tüte ergaunert und das wurde ich wahrscheinlich dann als verlotterter Papa. Man wird ja selbst ein Patient als Begleiter von dem Krankenhaus nicht aussah wie so ein Erstsemester mehr. Da habe ich eben diese Tüte bekommen und dieser Ovomaltine-Aufstrich war dann irgendwie auch wichtig und in diesem mittlerweile leer gewordenen Glas sind jetzt irgendwelche Schrauben. Und so steht das dann bei dem Werkzeug. Und so hält man irgendwie ganz viele Sachen immer bei sich. So. Gut, nee, wir machen das anders. Ich gucke einfach ins Buch, dann ist das näher als auf dem Zettel. Ja. Ja, das große Ganze ist irgendwann ein großes Schlagwort. Das mir immer sehr wichtig ist, dass ich irgendwie Sachen aufgehen, dass ich Reste irgendwie aufesse, dann esse ich wirklich den letzten Scheiß, der noch so im Kühlschrank liegt. Und das gibt mir irgendwie ein Gefühl für das große Ganze. Das wird dann so ein Schlagwort. Auch dieses Schlagwort wird irgendwie kritisch von allen Seiten betrachtet. Und ja. Ja, das machen wir hier noch. Und dann würde ich vielleicht das öffnen fürs Gespräch gleich. Hier geht es auch wieder so ein bisschen, das ist so eine soziale, ein sozialer Moment im Inneren der hochsommerlichen Stadt in Greifswald. Grütze grün auf dem kleinen Ringsaal am Wallgraben unter der Augustabrücke. Ich schiebe vorbei am Krupp-Kolleg im Schatten der kleinen Landstraßengasse in Richtung Rathaus. Auf dem Markt ein Kindertheaterzelt, aus dem es ist nicht so ganz genau erkennbar, ob es Freude oder Panik ist. Schrilles Kinderschreien und die proponierte Theaterstimmen drin. Ich schiebe in die Fußgängerzone zum Kettenbäcker, vorbei an diversem Junge-Elternglück, kaufe ein halbes geschnittenes Brot bei der Studentin, die ihre Verkaufsansprachen und tagesaktuellen Grußformeln nur widerwillig abzuleiern scheint, und schiebe zurück zum Markt. Ich fühle mich ihrer Arbeitsunlust nahe. Carina schreibt eine Nachricht, dass wir am Nachmittag nun mit Bella und Jules verabredet sind. Von weitem sehe ich den anderen Zwillingsvater aus unserer Kita, mit seinen jetzt auch schon laufenden Zwillingen. Sofort stiche in mein Herz die Erinnerung an das Bringen der Kinder zum Kindergarten, wie er und ich da immer morgens beide irgendwie so ein bisschen verfusselt und wie gerade aus dem Bett gefallen, einigermaßen zeitgleich auftauchten, unsere Kinder, typisch für Fusseleltern, immer erst um 9 hinbrachten und dann, so schien mir das immer, erst zu Hause nach dem Bringen der Kinder uns frisch machten. Jedenfalls machte ich das so, auch weil ich bei dem ziemlich weiten Fahrradgerade kaum mehr als 2 in mich geschüttete Kaffee im Magen immer schwitzte und dann immer erst im Laufe des Vormittags duschte. Und auch der andere Zwillingsvater war dann, wenn man ihn tagsüber, wenn die Kinder in der Kita waren, in der Stadt sah, immer sehr gepflegt, fast adrett angezogen. Auch heute in eleganter kurzer Hose, Polohemd, vital und grau, als nannte er eine kleine Yacht seiner eigenen, steht er an der Sonne auf dem Markt. Er hat gerade eine angeregte, auf mich fürchterlich fröhlich anmutende Unterhaltung mit einem anderen Mann. Seine beiden Kinder wackeln um ihn herum und ich habe ein seltsames Gefühl in mir. Vor allem sowas wie Neid. Ein völlig unsachlicher und hochemotionaler Neid auf das, was er hat. Das schöne Leben mit 2 Zwillingskindern. Kein totes Kind, sondern einfach ein schönes Leben als Vater mit seinen beiden Kindern. Ich will das auch. Ich möchte nicht der sein, der als Wrack durch den schönen Tag hier geht. Ich will der fusselige Vater meiner beiden Kinder sein. Ich schiebe mit Paul weiter die Fußgängerzone herunter, nehme ihn aus dem Wagen und er läuft herum. Und ich trödele langsam hinterher. Eine Gruppe junger Menschen, wahrscheinlich Studierende, vielleicht Medizin, vielleicht aber auch BWL, so genau lassen, dass weder ihr Äußeres noch der Inhalt ihrer Rede erkennen, redet über Herzinfarkt, Schicksalsschläge und die Stehaufmännchenfunktion des Körpers. Genau diese 3 Wendungen erreichen mein Ohr
und ich bin kurz wie blockiert, halte an und bin sehr verwirrt und fühle mich und mein Kind und unser familiäres Schicksal kurz angesprochen und gemeint und behandelt. Als spräche dort das mit unserem Fall vertraute medizinische Personal. Stattdessen sind es aber nur diese 4, 5 jungen Sonntagsmenschen im Sommerdress, die an mir und Paul vorbeilaufen, nicht wissend, dass wir hier ohne unseren Karl unterwegs sind. Ich bin so verwirrt, dass ich kurz den Impuls habe, ihnen böse zu sein. Wofür eigentlich? Für ihr Thema, über das sie reden? Für ihr Unwissen uns betreffend? Für ihre gute Laune? Für ihr Glück, einfach so leichten Gemüts und locker labernd an einem Sonntag durch die helle Innenstadt zu flanieren? Ein paar Meter weiter treffen wir Ellen und Matteo mit Kind und Hund. Der Hund ist ein Schnauzer. Ich sage, seitdem ich Kind bin, immer Schauzer dazu und muss jedes Mal an das Onkelgesicht von Max Schauzer und den Hausmeister meiner ehemaligen Grundschule denken. Der hagere Hausmeister, prototypisch und verschlagen, habe ich ihn in Erinnerung, hielt 2 Riesenschauzer in einem Wellenbrechzwinger direkt neben dem Schulgebäude. Als Kinder, verschlagen in unseren Vorstellungsgaben, malten wir uns aus, wie sie, der Hausmeister und die Hunde, im oder viel immer noch unter dem Schulgebäude wohnen. Einsam, eremitenhaft, dreisam als Mensch-Hund-Gemeinschaft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es hier noch so eine Dynamik nimmt. Da muss ich vielleicht doch noch einen kleinen Karl-Part hinterher schieben, guck mal. Mensch-Hund-Gemeinschaft mit eigenen Regeln jenseits von Schulklingel, Zensuren und Sitzordnung. Als Kind dachte ich immer, dass alle Hausmeister in der Schule wohnen und ich vermutete seine Wohnung im Keller, von wo der Geruch gerauchter Zigaretten hoch ins Schulhaus stieg. Ich weiß bis heute nicht, ob er dort wirklich wohnte oder ob es eine Werkstatt oder ein anderer Ort seines ministeren Wirkens war, aber ich fand die Vorstellung schon damals eher der Unterbringungsweise der Schauzer betreffend grotesk, dass der dort diese beiden Höllenhunde halten durfte, wo doch Kinder im Hause waren. Was wäre, wenn sie mal aufbrechen würden, fragte ich mich, wie Löwen im Zoo, dachte ich mir. Was wäre, wenn eines Tages über riesen Raubtierhaften über sie und selbst der Hausmeister sie nicht zügeln könnte? Ich bin selbst überrascht jetzt. okay, der nächste Satz ist auch wieder stichhaltig. Und selbst der Hausmeister sie nicht zügeln könnte. Ich war ein verträumtes, fantasievolles Kind. Etwas Ähnliches erzähle ich Matteo im Laufe unseres Gesprächs. Nur der Hund, den sie dabei haben, ist eher klein. Also kein Riesenschnauzer, sagt Matteo. Also Standardschnauzer, sage ich. Und wir lachen ein bisschen. Vorher, als wir aufeinander getroffen waren, fragten sie, etwas überrascht und mit der Situation wahrscheinlich genauso überfordert wie ich, selbst, na, wie geht's? Und ich fragte, da ich es ihnen irgendwie ansah, nicht so gut, wisst ihr es schon? Wir wussten es seit gestern von Sonja und Alexander. Ich erzählte unsere Geschichte, den ganzen tragischen, traurigen, entsetzlichen Scheiß. Sie waren froh, dass ich und wir so offen darüber reden können. Das sei ja nicht selbstverständlich, sagten sie. Ich sagte, dass es mir ohnehin leichter fiel, über meine Emotionen zu sprechen. Smalltalk sei oft anstrengend für mich, sagte ich, und fühlte mich etwas kindisch dabei. Denn wir hatten doch gerade über Hausmeister und Hunde ein ganz okayes Kleingespräch geführt. Denn wo ist überhaupt das Problem in Smalltalk, dachte ich innen drin. Smalltalk ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Karl tot ist, dachte ich dann noch und war froh, dass die beiden keine Angst vor dem Thema hatten. Interessanterweise, das ist so eine Erfahrung als Trauernder, sind viele Menschen unsicher, ob wir darauf angesprochen werden oder überhaupt darüber reden wollen, weil sie eventuell glauben, dass man damit irgendwas aufrisse. Dass das nicht darüber reden vielleicht gut sein könnte, weil wir dann, wenn man uns zum Beispiel in einem Zustand der einigermaßigen Gefasstheit antritt, sonst gleich wieder kaputt gehen, auseinanderfielen und völlig aus der Fassung geraten oder sowas. Ich denke dann immer nur, naja, ein anderes Thema gibt es ja gerade nicht, es geht ja gar nicht anders, als darüber zu reden. Und es tut ja auch gut und es ist ja nun mal so. Ellen und Matteo schienen erleichtert, dass ich noch irgendwie als eine Art Mensch erkennbar war und weder ich, die noch sie mich in irgendwelche ungelenkten Verlegenheiten gebracht hatten. Freunde von ihnen hatten vor einigen Jahren eine Totgeburt. Sie haben mittlerweile neue Kinder. Wenn wir möchten, können sie uns ja mal mit denen zusammenbringen, sagten sie. Ich sagte gern und dann gingen wir, es gab ja auch bald Mittag schon wieder, unserer Wege. Ich gehe mit Paul über den Rubenow-Platz und den Innenhof des Audimax zurück nach Hause. Paul spaziert und erzählt, hat richtig gute Laune und findet es toll mit seinem neuen Rucksack,
der genau die richtige Größe für ihn hat, einfach so durch das gute Wetter zu laufen. Es ist wie ein schöner Sommertag. Das Wie ist natürlich kursiv gesetzt. Und ja, der Sommer, der wird hier tatsächlich so in allen Details geschildert. Und genau, ich würde vielleicht dann tatsächlich jetzt abschließen die Lesung. Und dass wir noch ein bisschen Zeit für Fragen, Lese- und Höreindrücke oder eben auch Erfahrungsberichte haben, falls Sie selbst Dienstverluste haben und das äußern wollen oder so, können Sie das wirklich sehr gerne machen. Und genau, bedanke mich erstmal hier für den gelegenen Teil. Ja.